Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren, heißt es auszugsweise aus einem Liedtext von Herbert Grönemeyer. 4 Tage lang dröhnen die Motoren der Oldtimer der Teilnehmer der 27. Ennstal Classic. 235 Teams aus 18 Nationen und mit Fahrzeugen von 49 verschiedenen Marken bilden das Starterfeld. Unter dem Motto Autofahren im letzten Paradies findet die Auftaktveranstaltung seit einigen Jahren im Hotel Schloss Pichlern statt. Organisiert wird dieser Abend der Gastlichkeit vom Hotel und seinem Marketingpartner der Firma GA Service. Die Ennstal Classic ist natürlich ein toller Event, sehr wertvoll für die Region auch. Und auch der Genuss darf nicht zu kurz kommen, speziell heute zur Eröffnung. Und es ist uns eine Ehre, dass wir das auf Schloss Pichlern machen dürfen. Stolz haben wir hauptsächlich, dass wir es im Marketing beraten dürfen und es machen dürfen. Aber natürlich dieses Ambiente, dieses Wetter, dieser Tag heute und diese Veranstaltung ist natürlich für uns auch ein Traum, ja, keine Frage. Das ungefähr 1000 Jahre alte Gebäude ist etwas Besonderes. Natürlich die Lage, das alte Gemäuer und alles, was dazugehört und die Menschen, die da sind, sowohl die Gäste als auch die Mitarbeiter. 5 Sterne darf das Hotel Pichlern sein eigen nennen. Wir wollen den Gast nicht nur verwöhnen, sondern verzaubern, ja, und überraschen vor allem. Und da auf einem internationalen Standard, das ist mehr oder weniger der einzige Grund, warum wir auf diese 5 Sterne gegangen sind. Einfach um den internationalen Charakter auch wieder hochzuhalten. Dass dieses Hochhalten dem Schloss Pichlern gelingt, ist unter anderem daran zu erkennen, dass so hochkarätige Veranstaltungen wie die Ennstal Classic dort ihren Anfang nehmen. Geprägt von Autos mit den Baujahren 1920 bis 1972. Die schöne Landschaft und schöne alte Autos ist ganz wichtig. Und wir fahren ja zum Red Bull Ring, also ich meine, da wird ja dann auch Gas geben. Also ich glaube, es ist ein gutes Gemisch von allem. Aber die Landschaft ist einfach da und die muss man genießen. Wir waren am Beginn einer neuen Ära mit Oldtimer. Wir müssen den Leuten erklären, was wir wollen. Und jetzt natürlich im Laufe der Jahrzehnte ist daraus ein Kult-Event geworden. Und dann hier halt im schönen Ennstal in der Gegend zu fahren, ist was ganz Besonderes. Wie es heißt, der Slogan, fahren letzten Paradies, weg von den Hauptstraßen, Obstum, Stoder, Zinkenrau und Dachstein, das Gebiet. Einfach Helmut Zwickel und Michael Glöckl geben sich solche Mühe und so schöne Strecken rauszusuchen, einfach fantastisch. Ja, ich glaube, dass der Oldtimer schon einen eigenen Spirit hat. Das ist, ja, ich würde sagen, da ist viel Kult dahinter und viel Wert und Liebhaberei. Das hast du beim Neuen nicht. Neuen kauft man, steigt ein und beim Oldtimer musst du wie bei der Harley ein bisschen schaffen. Ob Kult, Faszination oder Liebhaberei, jeder sieht seinen Oldtimer ein bisschen anders. Die Karosserie kann man genauso streicheln wie eine Frau. Wenn man das Auto selber wäscht, selber pflegt, selber poliert und so weiter, dann hat das eine gewisse Ähnlichkeit. Nicht nur die Optik eines Oldies unterscheidet diese Autos von neuen. Dass man wieder richtig Auto fährt, dass du nicht mit Elektronik und riesen Displays, wo du abgelenkt bist, da dann und Lane Assist und Side Assist und alles, hier fährst du Auto. Du hast also keine elektronischen Schutzengeln, du musst noch Auto fahren, du musst schalten, du musst Zwischengas geben, die Bremsen sind schlecht. Wolfgang Illek von Wings for Life konnte die Organisation, die von der Ennstal Classic unterstützt wird, präsentieren. Wings for Life seinerseits fördert die Rückenmarksforschung bei Querschnittslähmung. Dann heißt es, das Buffet ist eröffnet und die Gäste geben sich den Gaumenfreuden hin, die der Küchenchef gezaubert hat, und zwar in der bewährten Schloss Pichlern Qualität. 5 Sterne verpflichten dazu, die auch einen entsprechenden Auftritt voraussetzen. Und der fängt beim Logo an. Die Gedanken waren dahinter, dass wir dieses Logo in der Farbe und so weiter beibehalten, aber nur modernisieren, einfacher machen, moderner einfach gestalten, damit man es besser lesbar machen kann und in verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Mini-Logo entwickelt, das wir indoor im Haus verwenden, und ein externes Logo, wo sozusagen größer draufsteht, was Schloss Pichlern eigentlich auch alles bietet.
Dieses Angebot umfasst zwei Ziele. Das erste Ziel ist, den internationalen Gast zu überraschen und zu verwöhnen. Und das zweite Ziel, was genauso wichtig ist, ist, den Einheimischen, den regionalen Gast zu uns ins Schloss reinzubringen. Weil nur als Gemeinsames können wir so sein, wie wir sind, einfach. Abends auf der Terrasse wird noch ein bisschen gefachsimpelt. Aber nicht so lange, stehen doch am nächsten Tag 422 Kilometer am Programm.